1977 wurde möglicherweise der Kontaktversuch einer extraterrestrischen Zivilisation registriert. Dieses starke Signal wurde bekannt als Wow-Signal. Jetzt, 45 Jahre später, glaubt ein Hobbyastronom, den möglichen Ursprungsort dieses Signals gefunden zu haben. Einen sonnenähnlichen Stern in 1800 Lichtjahren Entfernung. Aber ist da wirklich was dran? Fangen wir erstmal von vorne an. Was ist dieses Wow-Signal eigentlich? Das Wow-Signal wurde 1977 vom Astronomen Jerry Eamon beim Durchforsten von SETI-Daten gefunden. SETI, das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence und ist ein Programm, das seit den 1960er Jahren, vor allem mit Radioteleskopen, versucht, mögliche Alien-Kontaktversuche aufzuzeichnen. Dabei geht man davon aus, dass eine intelligente Lebensform uns einen starken, kurzen Radioimpuls schicken würde, auf den wir dann vielleicht sogar antworten könnten. Lange Zeit passierte bei SETI nichts, bis zum 15. August 1977. Dieses Wow-Signal ist eigentlich auf den ersten Blick eher unspektakulär. Das hier ist ein Ausdruck vom Big Ear-Teleskop in der Nacht. Und hier sieht man auch die Begeisterung von Jerry Eamon, dieses Wow-Signal. Der Grund für diese ganze Aufregung war eine Buchstaben-Zahlen-Kombi. Das war 6EQUJ5. Und das ist jetzt nicht irgendwie Alien-Code für Wir sind hier, sondern ganz einfach eine Intensitätsmessung. Und zwar beobachtet das Teleskop natürlich im Laufe der Zeit. Das heißt, wir haben hier die Zeitachse und es beobachtet die Intensität des Signals. Hier ist die Intensität. Und dann ist es so, dass erst Zahlen verwendet werden von 1 bis 10 und wenn die Intensität dann noch höher ist, werden Buchstaben verwendet. Und ja, der höchste Buchstabe, die höchste Intensität wird mit U bezeichnet. Das heißt, wir haben hier mit dem Wow-Signal ein wirklich starkes, kurzes Signal, das mindestens 72 Sekunden anhielt. Nach 72 Sekunden hörte das Teleskop leider auf zu beobachten. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange es wirklich war. Aber wir haben auf jeden Fall diesen sehr starken, kurzen Radiopuls, der ja unvergleichlich eigentlich war und auch nicht einfach wegdiskutiert werden könnte. Also das ist 30 Mal über dem Hintergrundrauschen. Also wirklich ein statistisch signifikantes Signal. Das Wow-Signal hat in den darauffolgenden Jahren einen regelrechten Alien-Boom in der Wissenschaft und auch in der Popkultur ausgelöst. Es gab sogar Lieder dazu, Filme, Dokus, also ein richtiger Alien-Boom. Aber war das wirklich der Kontaktversuch einer extraterrestrischen Zivilisation oder doch was ganz anderes? Gut, bei SETI schauen wir jetzt nicht einfach bei irgendwelchen Wellenlängenbild in den Weltraum, sondern wir konzentrieren uns auf den Wellenlängenfrequenzbereich, bei dem Kommunikation besonders gut gelingt. Und das ist der Radio- und Mikrowellenbereich zwischen ungefähr 1 und 10 Gigahertz. Da ist es so, dass unsere Atmosphäre transparent ist. Das heißt, wir können auch vom Boden aus solche Signale gut empfangen. Und auch das Universum ist transparent. Das heißt, wir könnten auch aus großer Distanz durch Staub- und Gaswolken hindurch solche Signale gut empfangen. Eine ganz besondere Linie in diesem Wellenlängenbereich ist die H1-Linie. Und zwar deswegen, weil sie wirklich eine fundamentale Messgröße des Universums ist. Und klar, extraterrestrische Zivilisationen oder auch wir, die in den Himmel schauen, tun das dann vor allen Dingen auch bei dieser Frequenz oder Wellenlänge bei 21 Zentimetern, weil sich da ganz besonders viel tut. Also macht es dann natürlich auch Sinn, auf dieser Frequenz, wo Leute schauen, auch ein Signal zu schicken. Die H1-Linie entsteht durch neutralen Wasserstoff. Wir haben hier den Wasserstoff, Atomkern, und darum kreist auf dem niedrigsten Energieniveau ein Elektron. Also das Energieniveau ist schon so klein, wie es sein kann. Wie wird dann bitte noch Energie frei? Das kann passieren, indem man einen Spinflip hat. Und zwar hat das Elektron eine Spinrichtung sozusagen, hier, und die kann sich umdrehen. Und dabei wird ein ganz, ganz kleines bisschen Energie frei. Und diese Energie ist eben niedrigfrequent, das heißt im Radiowellenlängenbereich und kann man eben bei 21 cm beobachten. Gut, wir haben jetzt ganz viel neutralen Wasserstoff im Weltraum. Woher wissen wir dann, dass ein Signal bei dieser 21 cm Linie
von einem Alien stammen könnte und nicht einfach von irgendeiner Wasserstoffwolke. Und da ist eben der Clou, das kurze, starke Signal. Denn die Wasserstoffwolke, klar, die leuchtet immer, diffus, relativ schwach, bei 21 cm. Aber eine mögliche Alien-Kommunikation würde uns diesen einen starken Impuls schicken. Und genau das haben wir beim Wow-Signal auch dann gemessen. Allerdings schicken nicht nur mögliche Aliens so starke Radioimpulse aus, sondern auch astrophysikalische Objekte. Zum Beispiel wurden Pulsare anfangs für Little Green Men, also für kleine grüne Männchen, gehalten. Und auch beim Wow-Signal schaut man, ob es da einen nicht biologischen Ursprung geben könnte, wie zum Beispiel die Wasserstoffwolken, die sich um Kometen herumbilden. Aber diese ganzen Ideen haben sich als nicht haltbar erwiesen und bis heute haben wir keine wirklich überzeugende Erklärung für das Wow-Signal gefunden. Wenn wir keine Erklärung für das Signal haben, dann können es ja auch Aliens gewesen sein, oder? Das Problem ist ein bisschen, dass das Signal 1977 eingefangen wurde und seitdem haben wir nichts Vergleichbares mehr gesehen. Und das, obwohl wir mit inzwischen 60 Projekten in den Himmel geschaut und Ausschau nach möglichen Aliens gehalten haben. Natürlich durchforsten wir die Datensätze jetzt auch nicht mehr per Hand, sondern mit Computern. Und die Ausrüstung ist um das 100-Milliarden-fache empfindlicher geworden. Das heißt, wenn ein solches Signal nochmal aufgetaucht wäre, hätten wir es auf jeden Fall auch messen müssen. Aber klar, wenn seit 1977 keine vielversprechenden Signale mehr reingekommen sind, irgendwann lässt der Hype dann natürlich nach. Und so war es für die Forscher immer schwieriger, an Finanzierung und auch an Beobachtungszeit zu kommen. Und deswegen mussten sie Tricks verwenden. Zum einen sind sie mit dem SETI-Projekt sozusagen Huckepack gefahren auf anderen Beobachtungen, die mit dem Arecibo-Radioteleskop ausgeführt wurden. Und zwar gab es da diesen kleinen SETI-Empfänger, der oben über der Schüssel hing und eigentlich immer mitgehört hat, wenn irgendetwas anderes beobachtet wurde. So hat man eben viel Beobachtungszeit für dieses Projekt bekommen. Um diese riesigen Datenmengen auszuwerten, braucht man natürlich auch eine große Rechenleistung und die ist teuer. Und da die Finanzierung natürlich immer schwieriger wurde, haben sich die Forschenden einen weiteren Trick ausgedacht. SETI at Home. SETI at Home war das erste große Citizen Data Projekt. Und dabei wurden einzelne Datenpakete des Arecibo-Teleskops an Nutzerinnen und Nutzer im Internet, die sich dazu natürlich bereit erklärt hatten, geschickt, damit die Rechenleistung der Computer genutzt werden konnte, um die Analyse zu machen. Die fertig analysierten Daten wurden dann wieder zurück an das Projekt geschickt und so hat man sich eben eine riesige Rechenleistung sozusagen aus der Community geholt. Vielleicht habt ihr auch mitgemacht bei diesem Projekt, das war ein wirklich cooles Projekt. SETI at Home war ein solcher Erfolg, dass es sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gab und zwar als größte Computerberechnung der Geschichte. Allerdings ist das Projekt jetzt erstmal im Winterschlaf, denn zum einen ist das Arecibo-Teleskop, von dem die Daten ja kamen, Ende 2020 leider eingestürzt. Und zum anderen möchten die Forschenden erstmal die ganzen Analysen auswerten und publizieren, bevor sie weitermachen. Aber falls ihr euch für andere Citizen-Data-Projekte interessiert, haben wir euch unten welche verlinkt. Macht doch mit und stellt eure Computer in den Dienst der Wissenschaft. Aber trotz dieser ganzen Tricks und Anstrengungen gab es in den letzten 45 Jahren kein vergleichbares Signal mehr. Die Aliens scheinen nicht mit uns kommunizieren zu wollen. Zwar gab es im Juni diesen Jahres mal wieder eine Schlagzeile, dass ein großes Radioteleskop in China irgendwelche Alien-Signaturen entdeckt haben könnte, aber diese Meldung stellte sich, wie so viele andere, mal wieder als falsch raus. Wo sind dann die Aliens? Oder wollen die einfach nicht mit uns reden? Eigentlich müsste es ja bei diesen Abermilliarden von Sternen und Planeten irgendwo in unserem Universum auch andere intelligente Lebensformen und Zivilisationen geben. Dieses Paradoxon wird das Fermi-Paradoxon genannt. Und schaut mal, Harald hat dazu ein Video gemacht. Wir kommen jetzt zurück zum Wow-Signal und zu der Studie, bei der möglicherweise der Ursprungsort gefunden wurde. Diese Studie wurde geleitet vom Hobbyastronomen Alberto Caballero. Und was er gemacht hat, er hat sich einfach die beiden Himmelsstreifen, aus denen das Signal gekommen sein könnte, nochmal genauer angeschaut. Dazu muss man wissen, dass das Big Ear-Teleskop, mit dem das Wow-Signal aufgezeichnet wurde, etwas
ungewöhnlich ist, zumindest für heutige Verhältnisse. Und zwar besteht das aus zwei riesigen Gittern, die die Radiowellen bündeln und dann an zwei Empfänger schicken. Und diese Empfänger, die fahren auf so kleinen Wägelchen auf Schienen herum und versuchen, das Signal einzufangen. Und weil es zwei Wägelchen sind, gibt es auch zwei mögliche Himmelsstreifen, aus denen das Signal gekommen sein könnte. Und die Streifen sind leider gar nicht mal so klein. Die sind zwar relativ schmal, nur ungefähr 10 Bogensekunden, aber die sind 20 Bogenminuten lang. Das heißt, man weiß nicht wirklich genau, wo das Signal hergekommen ist. Und was Caballero jetzt gemacht hat, ist, dass er sich diese beiden Himmelsstreifen ganz genau angeschaut hat. Er hat halt geschaut, welche Sterne in diesen Himmelsstreifen sind. Leider gibt es da wirklich einige Tausende. Und welche möglicherweise Planeten beherbergen könnten, auf denen dann Aliens wohnen, die uns das Signal geschickt haben könnten. Die Lösung, auf die er gekommen ist, das Signal könnte von einem sonnenähnlichen 1800 Lichtjahre entfernten Stern im Sternbild Schütze gekommen sein. Dieser Stern hat eine ähnliche Temperatur, Größe und Leuchtkraft wie die Sonne, also wirklich eine Sonne 2.0. Klingt super, oder? Na gut, als Wissenschaftlerin bin ich natürlich skeptisch und will mir ganz genau anschauen, was Caballero da gemacht hat. Er hat einfach sich diese beiden Himmelsstreifen genommen und danach Sternen gesucht. Und das hat er im Gaia-Katalog getan. Gaia liefert uns gerade die allerbesten Messwerte, die wir zu Sternen haben. Da bekommt man meist die Temperatur, Leuchtkraft, Radius und auch die Entfernung aus. Also es ist wirklich ein hochqualitativer Datensatz. Für mich ist das Problem eher die Analyse, die Caballero gemacht hat. Er hatte ja diese 66 sonnenähnlichen Sterne gefunden und die waren alle mehr als 500 Lichtjahre entfernt. Und es gibt ein Paper, in dem berechnet wird, dass wenn wir Aliens finden würden, dass die wahrscheinlich mehr als 500 Lichtjahre entfernt sein würden und statistisch gesehen am wahrscheinlichsten bei 1933 Lichtjahren. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Klar, je weiter wir weg von der Erde reisen, desto größer wird ja das Kugelvolumen, in dem sich mögliche Sterne befinden. Da sind dann auch mehr Sterne drin und klar, dann ist auch die Chance größer, dort einen habitablen Planeten zu finden. Caballero hat dann gesagt, okay, schauen wir mal bei 1933 Lichtjahren, habe ich da etwas in meinem Katalog aus 66 Sternen. Und siehe da, er hat einen anderen Stern gefunden, der bei einer solchen Distanz wirklich vorhanden ist. Aber gut, es ist ein bisschen, man kann sich alles irgendwie passend rechnen. Gut, wir haben jetzt einen Stern, der ist sehr sonnenähnlich. Jetzt haben wir einen, der ist bei der statistisch gesehen richtigen Entfernung von uns, um Leben zu beherbergen. Aber am Ende hat er tausende von Sternen und kann nicht wirklich etwas darüber sagen, von welchem Stern dieses Signal gekommen sein könnte. Denn er geht ja auch davon aus, dass es ein sonnenähnlicher Stern gewesen sein muss. Das ist vielleicht erstmal einleuchtend, weil klar, wir als halbwegs intelligentes Leben kreisen um die Sonne, einen per Definition sonnenähnlichen Stern. Dann kann man ja auch meinen, dass sich um andere sonnenähnliche Sterne am ehesten Planeten befinden, auf denen sich Leben gebildet haben könnte. Aber wir kennen inzwischen viele Exoplaneten, auch erdähnliche, auch in der habitablen Zone, wo sich eben Leben gebildet haben könnte, die um viel masseärmere, kühlere Sterne kreisen als die Sonne. Und diese masseärmeren Sterne leben viel länger als die Sonne und werden tatsächlich als beste Kandidaten dafür gehandelt, dass wir eben Planeten mit extraterrestrischem Leben in ihrer Nähe entdecken könnten. Ich persönlich halte das nicht unbedingt für zielführend. Das Problem ist halt, dass erdähnliche Planeten in der habitablen Zone um sonnenähnliche Sterne extrem schwierig zu finden sind. Das ist auch der Grund, warum wir uns bis jetzt eben auf Sterne geringerer Masse und Temperatur konzentrieren, weil Planeten in der habitablen Zone dann näher um diese Sterne herumkreisen und auch leichter zu finden sind. Und selbst wenn wir einen erdähnlichen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern finden würden, hätten wir immer noch nicht die technischen Möglichkeiten, da auch wirklich nach Signaturen von Leben zu suchen. Da müssten wir die Atmosphäre für analysieren. Also ich denke, es gibt weitaus zielführendere Wege, nach Aliens und möglichen extraterrestrischen Lebensformen zu suchen. Für mich ist diese Studie ein Beispiel dafür, wie wirklich alles, was mit Aliens zu tun hat, gehypt wird, auch wenn es sich, wie in diesem Fall, um eine nicht sehr aussagekräftige Einzelstudie handelt. Ich persönlich fände es total super, wenn dieses Wow-Signal echt gewesen wäre, und würde mir nichts mehr wünschen, als dass Aliens mit uns in Kontakt treten und uns vielleicht sogar besuchen kommen. Deswegen wünsche ich allen Aliens da draußen Clear Skies.